Ich begrüße Sie, schöne, wunderbare Frauen der Kraft. Wissen Sie, manchmal möchte ich sagen, ich begrüße Sie, wunderbare, weise Hexen. Es liegt daran, dass in der russischen Sprache das Wort Hexe Wissende bedeutet, also eine wissende Mutter. Frau. Im Prinzip bezeichnet dieses Wort eine Kraftfrau, also die Frau, die über natürliche Kenntnisse verfügt. Ich würde sagen, über Schamanenkenntnisse, weil alles, was mit der Natur verbunden ist, ist Schamanismus. Das ist eine Frau, bei der die Intuition entfaltet ist, bei der ihre weibliche, natürliche und das heißt auch sexuelle Energie entfaltet ist. Das ist eine Frau, die über Kenntnisse ihrer Vorfahren verfügt, die Frau, die die Elemente meistern kann. Und das Wichtigste ist, dass sie diese ganze Kraft, die Intuition, die Fähigkeit vorherzusagen, die Naturenergie, ihre weibliche Kraft auf das Wohl ihrer Ahnenlinie richtet. Deshalb ist sie eine Hexe. Deshalb ist sie eine Kraftfrau. Es tut mir sehr weh, dass in der modernen Welt das Wort Hexe sich in ein Schimpfwort verwandelt hat. Wenn die Frau schön, strahlend, auffällig, erfolgreich ist, dann sagt man zu ihr, du Hexe. Nein, in Wirklichkeit ist sie einfach eine Kraftfrau. Und ich merke oft, wie Frauen beim Wort Hexe zusammenzucken, als ob sie gleich verbrannt werden. Ich möchte Ihnen sagen, es ist tatsächlich so. Unser Unterbewusstsein erinnert sich an jene Momente, als wir während einer früheren Reinkarnation in eine solche Situation geraten sind. Es gab Kraftfrauen, aber sie wurden beseitigt. Man jagte sie, verbrannte sie oder sie fielen zum Opfer einer mittelalterlichen Folter. Und wahrscheinlich gab es in ihrer alten Ahnenlinie Frauen, die über die Kraft verfügten. Und in jener dunklen Periode der menschlichen Geschichte wurden sie gefoltert und ausgemerzt. Das ist das genetische Gedächtnis, das in unserem Inneren aufbewahrt wird. Natürlich hat unser Unterbewusstsein eine Fähigkeit, uns abzuschirmen, zu beschützen. Es scheint, dass in diesem Leben ihr Unterbewusstsein und ihre Geister ihnen sagen, lebe so, damit du nicht wieder am Feuer verbrannt, gefoltert und beseitigt wirst. Das bedeutet, du sollst deine innere Kraft verbergen. Das heißt, es ist gefährlich, es ist verboten, die eigene innere Kraft zu nutzen. Habe Angst davor. Doch jetzt ist die Zeit ganz anders. Jetzt kann man eine Trommel haben, Rituale durchführen. Man kann den Menschen helfen. Man kann die östliche Philosophie, die Methoden der Hilfe studieren, Therapeut sein. Das alles ist möglich. Zu mir, wie zu einer Schamanin. Kommen Tausende oder vielleicht sogar Zehntausende Frauen zu den Seminaren und zu meiner persönlichen Beratung, die 5, 10, 25 Diplome über den Abschluss diverser Ausbildungen haben. Das sind verschiedene Massagearten, unterschiedliche Typen der energetischen Therapie. Es sind verschiedene uralte Traditionen, diverse Anwendungsbereiche, in denen Menschen geholfen wird. Aber mit welchem Problem kommen sie? Sie kommen und sagen, ich kann alles, ich habe vieles erlernt, aber zu mir kommen wenige Menschen. Oder sie sagen, ich fühle, dass etwas mich zurückhält. Es ist für mich schwierig, diese Kraft anzuwenden. Ich kann mehr, aber warum gelingt es mir nicht? Ich möchte Tausenden von Menschen helfen, aber nur einige kommen zu mir. Und dann, nachdem sie die Therapie bekommen haben, kommen sie nie wieder zurück. Ich höre diese Worte mehrmals pro Woche. Wissen Sie, worin der Grund liegt? Warum es solchen talentierten, wunderbaren Frauen, die viele Diplome haben, die viel gelernt haben, nicht gelingt, den Menschen zu helfen? Alles ist sehr einfach. Im Unterbewusstsein befindet sich die Quelle des Schmerzes. Das Unterbewusstsein schützt sie. Es gab in ihrer Ahnenlinie oder in ihrem persönlichen Schicksal, in anderen Reinkarnationen einige Situationen, als jemand sagte, du bist eine Hexe und du sollst verbrannt werden. Es gab Folter, es gab Schmerz, es gab Gefahr für ihre Kinder und ihre Familie. Und im Fazit verstehen sie, dass es gefährlich ist, eine solche Kraft zu nutzen. Was machen in diesem Fall die Schamanen?
Warum kommen die Menschen zu mir? Sie kommen zu mir, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Alles ist ganz einfach. Die Schamanen haben das auch erlebt, sogar häufig. Ja, in meinem Schicksal, im Schicksal meiner Ahnenlinie, gab es nur vor 2 Generationen Menschen, die Schamanen waren, und zur Zeit der sowjetischen Macht wurden sie aus diesem Grund erschossen, weil sie sich mit dem Schamanismus beschäftigten, weil in meinem Land, in der Sowjetunion, Schamanismus verboten war. Und das hat auch eine Spur im Schicksal meiner Ahnenlinie hinterlassen. Wenn ich auf die Geschichte meiner Ahnenlinie schaue, sehe ich einige solcher Situationen während der letzten 12 Generationen. Das blockierte die Kraft meiner Ahnenlinie. Aber ich habe Geister, ich habe Kenntnisse. Ich konnte all diese Situationen ändern, lösen. Ich konnte diese Kraft freilassen, sie zurückbekommen. Jetzt habe ich eine solche Kraft, mit der ich Ihnen helfen kann. Ja, so geschieht es. Man soll einige Seancen durchführen, weil der Schmerz im Unterbewusstsein so groß ist. Wenn Sie am Feuer verbrannt werden, fixiert sich der Schmerz ans Unterbewusstsein. Das ist eine Emotion, das ist Leid. Und wenn die Menschen, die vor einer Woche zu Ihnen in Ihr Waldhaus kamen, an Ihrem Lagerfeuer standen, um Hilfe für ihre Kinder, Kräuter, Heilung zu bekommen, heute schreien Hexe und darauf warten, bis das Feuer zu Ende brennt, um ein Stückchen von einem abgebrannten Knochen zu nehmen, um Schutz vor allen Hexen zu kriegen. Ihre Seele erinnert sich an das alles genau. Sogar daran, was auf dem Aschehaufen geschah, als das Feuer schon die letzte Glut verloren hatte. Da die Seele in diesem Moment von oben alles beobachtete und die Unwissenheit der Menschen diesen Verrat sah. Deshalb müssen wir in der modernen Zeit eine ganze Reihe an Therapien und Schamanenrituale machen, um in die Vergangenheit zurückzukehren und diesen Schmerz abzubauen. Den Schmerz, der unsere Fähigkeiten blockiert. Den Schmerz, der aus dieser dunklen Etappe der menschlichen Geschichte kommt. Die Vernichtung der Kraftfrauen. Wenn Sie meine Worte hören und verstehen, dass es um Sie geht, schreiben Sie. Ich bin offen. Ich warte auf Ihre Briefe. Ich erwarte den ersten Schritt von Ihnen, wenn Sie Hilfe brauchen. Kommen Sie, verabreden Sie sich zum Treffen und Sie werden natürlich diese Hilfe bekommen. Und jetzt wende ich mich an die anderen Frauen. Da sogar heute eine Inquisition wie im Mittelalter fortgesetzt wird, sogar jetzt wird die Kraftfrau verletzt, verurteilt, also im Grunde verbrannt. Es ist aber kein physisches Feuer, das ist ein energetisches, mit Informationen überladenes Feuer, an dem man den Ruf des Menschen verbrennen kann. Und dann wird sie natürlich von allen Menschen verlassen. Und sie sagen, sie ist schlecht, sie glaubt an Gott, sie gehört einer Sekte an, sie ist so und so. Ich kann mich nicht einmal an den ganzen Quatsch erinnern, den man über mich schreibt. Dass ich das Blut von Babys sauge, Katzen brate und viele andere ganz verrückte Sachen, genau wie es im Mittelalter geschah. Alles ist genau so, sogar jetzt geschieht das. Falls Sie in solch ein Feuer gelangen, das mit Informationen überfüllt ist, solche Überladung an Informationen unterzogen wurden, wende ich mich an Sie. Es ist an der Zeit, dass wir Kraftfrauen uns in einem Frauenkreis wiederfinden, unsere Kraft vereinigen, die zerrissen und isoliert war, um sie zu bündeln, damit es möglich wird, für Weiblichkeit, fürs Leben auf der Erde zu beten. Schließlich ist eine Frau Lebensenergie. Sie ist kein Unheil, sondern das Licht, das Leben, die Geburt. Es ist wahrscheinlich an der Zeit, uns zu versammeln, um die Lebenskraft zu reaktivieren, um unsere Erde vor der Zerstörung zu retten, in der sie sich jetzt befindet. Ich wende mich an Sie, Frauen der Kraft. Kraftfrauen, ich weiß, dass Sie mich jetzt hören. Meine Mission ist, uns alle zu vereinen, uns alle gemeinsam zu versammeln. Bitte schreiben Sie mich an, rufen Sie mich an,
Kommen Sie zu mir, um Hilfe zu bekommen, um sich zu verbinden, damit wir unsere alte weibliche Mission erfüllen können. Achtung, das Schutzamulett und das Ritual, das für Sie in unserem Seminar abgehalten wird, helfen Ihnen, alle Probleme Ihrer Familie zu bekämpfen, das Karma zu reinigen und den Weg in die helle Zukunft zu ebnen. Das Amulett und das Schutzritual sind für Sie wirklich notwendig.